Sinu Amanure. Ja, hallo Leute. Willkommen zurück. Wir sind hier immer noch in der Nekropole, wo wir letztes Mal aufgehört haben und mit dem Gott des Todes oder dem Loa des Todes den Pakt geschlossen haben, ja. Zum Glück hat er die 1000 Seelen erstmal hinten angestellt. Ja, und wir haben ja auch diese schöne Axt gekriegt. Also ich muss schon sagen, also die Questlinie hier in der Nekropole, die war verdammt cool, ja. Also es könnte schon sein, dass das hier für die Leute die beste Questlinie war in Nazmir oder auch nicht. Ich weiß nicht, war auf jeden Fall verdammt cool und auf jeden Fall gehen wir jetzt zurück, weil er meint, ja, jetzt, wir sollen erstmal mit Herrn Sabu sprechen, ja. Diese Mutter Athena, Blutrollenmutter, die hat sich ja kurz gezeigt und dann hat sie sich wieder zurückgezogen. Aber sie ist fest dann überzeugt, dass ja dieser Gehun, und das ist, denke ich mal, auch irgendein Loa, ich weiß es nicht, dass sich vom Sambi vor Gehun schon in Acht nehmen muss. Also. Ich hab viel zu tun. Ja? Ihr habt also den Pakt mit Bonsandi geschlossen. Gut. Je mehr Seelen Bonsandi bekommt, desto stärker wird er. Und das ist für uns beide das Beste. Lasst bloß Herrn Sabu noch was zu jagen übrig. Ich hab schließlich auch einen Pakt, den ich einhalten muss. Okay. Ein Pakt mit dem Tod, ja, das ist das zweite Kapitel. Und anscheinend geht's hier erstmal mit Herrn Sabu nicht weiter. Was wollt ihr von Herrn Sabu? Der Sumpf ist voll von Schrecken. Wenn ihr da überleben wollt, müsst ihr selbst einer werden. Ja, gebt auf euch acht. Also mit der neuen Axt, ich weiß, wenn man World of Warcraft gespielt hat, weiß man, wie viel die Waffe ausmacht. Wir haben jetzt eine verdammt viel stärkere Waffe, da bin ich mal gespannt. Dann machen wir doch das, was der Hexendoktor Kijabo von uns wollte. Nämlich heimlich nach Salamar. Und er sucht ja Jojunga. Ja, wo sich viele Bluttrolle versammelt haben. Findet Jojunga und sagt ihm, dass ich euch geschickt habe. Er wird euch dann erzählen, wie die Situation vor Ort ist. Also viel mehr Informationen haben wir nicht bekommen. Nur, dass er unbedingt unsere Hilfe haben will. Schrein von Bosambi. Kann man da irgendwas machen? Der Altar. Nee, die Gunst von Bosambi, die haben wir ja länger, oder nicht? Oder? Ach nee, die müssen wir uns immer wiederholen hier. Okay. Also erwartet von Bosambi, dass wir immer wieder ihm Gunst erweisen. Das wird bestimmt auch lustig, wenn wir in dieses Bluttrolldorf kommen, weil, ja, da habe ich auch so ein. Einer der Screenshots, wo ich gesagt habe, wow, das mir ist ja echt toll. Das kann ja nur dieses Bluttrolldorf sein. Die Magie sollte jetzt wirken, oder? Ich komme in die Nähe. Ja, wir sind die. Sollen sich vor uns hüten. Ich habe euch noch nie gesehen, beleidigt euch besser und geht rein. Angeblich wurde Najimas Arbeitergruppe tot aufgefunden. Oh, die haben aber eine tiefe Stimme hier. Hm. Sonst sagt keiner was zu uns. Ah, da ist Jojunga. Großer Jirik Loa der Fledermäuse, Diener von Gihun, akzeptiert unser Opfer. Das ist dieser Loa der Fledermäuse? Das gefällt mir. Bringt mehr in meine Höhle. Ich muss mit dem Meister Zwiesprache halten. Mit wem? Mit dem Meister Zwiesprache halten? Ist Gihun der Meister vom Loa? Von diesem Loa? Ich glaube, der ist nicht ganz bei Sinnen hier, oder? Mit dem sollen wir reden, die Situation vor Ort klären? Naja. Ich hasse Bluttrolle. Ja, was braucht ihr, Mutter? Kijabu schickt mich. Psst, wir müssen uns wegschleichen. Bei den Bluttrollen haben die Frauen das Sagen.
Gib mir den Befehl, in die Hütte da drüben zu gehen, sag, dass ich ein Blutritual vorbereiten soll. Es wird niemandem komisch vorkommen, dass ihr mir Befehle gebt. So, Jojunga, ich brauche euch in der Hütte da drüben, um das Blutritual vorzubereiten. Kommt heil wieder zurück. Ihr seid der Bossmutter. Ich mach mich los. Ja. Schön die Füße stillhalten, da hinten ist alles okay. Jojunga, Jojunga. Was gibt's denn hier alles? Fiole mit vampirischem Mojo. Lebensraum um 65% erhöht? Naja gut, wenn man vorher nicht viel hatte. Ich glaube 65. Ich habe doch insgesamt nur 65. Ey, dieses Mojo ist stärker als das Etikett. Nee, schwächer als das Etikett obendrauf. Dunkle Zeiten in Sandala. Hier drin sind wir sicher. Zum Glück seid ihr hier. Allein kann ich das nicht aufhalten. Okay. Ich bin mit Geschichten über die wilden Bluttrolle aufgewachsen, aber das hier ist schlimmer als in den Geschichten. Salamar isolieren. Jirek, der Loa der Fledermäuse, wurde von Gehun verderbt. Er wird uns nicht helfen. Solange sie in Loa auf ihrer Seite haben, gibt es nur einen Ausweg. Wir müssen Jirek töten. Ich habe einen total verrückten Plan, bei dem wir zwei allerdings wahrscheinlich nicht überleben. Zuerst isolieren wir den Ort. Die Kriegstrommler der Bluttrolle schlagen Alarm, sobald hier was passiert. Sie müssen weg, aber unauffällig. Mit eurer Tarnung fallt ihr nicht auf. Geht einfach rüber und kommandiert sie von ihren Posten ab. So, Pflichten eines Bluttrolls. Ihr dürft nicht auffallen, wenn keiner Verdacht schöpfen soll. Das wird kein Zuckerschlecken. Im Lager verteilt werden Akkordarbeiter als Teil des Rituals gefesselt sein. Sie werden zum Test geschlagen, um sie stärker zu machen. Wenn es einer nicht schafft, wird er geopfert. Die, die es schaffen, dürfen die Sandalari bekämpfen. Wenn ihr euch einschleichen wollt, müsst ihr diese Akkordarbeiter als Teil des Rituals testen. Das klingt komisch, aber so ist der Brauch. Ja, wir müssen testen und wir müssen Kriegstrommler 3 insgesamt von ihrem Posten abschicken, wegschicken. Hütet euch vor den Bluttrollen. Wie sollen wir das nur bewältigen? Dunkle Zeiten in Sandala. Ich hasse Bluttrolle. Passt mal auf euch auf. Ich brauche euch noch. Okay. Ich kann ja hier schon so ein Testopfer hängen sehen. Und wir müssen sie schlagen, weil... Das ist der Test. Ich kann auch Schmerz ertragen. Noch mehr Schmerz. Ich werde alles töten, was mir in die Quere kommt. Okay. Das ist ein Sandalari-Opfer? Oh, was ist denn das? Fällt das auf, wenn ich da draufschlag? Ich meine, es ist doch einfach nur irgend so ein Vieh, oder? Ich hoffe mal, es fällt nicht so sehr auf, weil hier sind ja zum Glück nur so komische... Ich bin ja gar nicht meiner Bluttrollgestalt mehr. Sehr schön. Wir haben Fleischfletz-Trampler bekommen und die sind irgendwie viel stärker. Machen wir die alten kaputt. Da freue ich mich ja. Neues Testopfer. Ey, noch mehr Schmerz. Ja, irgendwie alle. Ich bin nicht schwach. Ich fühle keinen Schmerz. Ich bin bereit zu töten. Ah, töten ist hier das große Ziel. Und da oben ist wohl so ein... Was wird denn das hier? Blutsängerin von... Salamar, was erschafft die denn aus dem Blut? Zum Glück hat die nicht gesehen, dass wir so ein großes I getötet haben. Krakwas Zorn. F 15% erhöht. Also schwach sind diese Bluttrolle bestimmt nicht. Mensch, mal, das ist auch ein Anblick. Das ist ja mehr Vampir als Troll, oder?
So, Mutter, ich glaube, ich habe da drüben im Nordwesten eine Bewegung gesehen. Meinst du? Was ist das hier eigentlich? Ein Schatz? Nee, Baby, was ziehen die sich hier alles hier rein? Aha. Mutter, was kann ich für euch tun? Wir brauchen mehr Holz im Lager. Geht und holt 30 Scheiter, aber ich will nur die makellosen, also schön lange brauchen. Ich komme zurück, wenn ich fertig bin, Mutter. Was hat er denn da gelassen? Boah, ey, die ziehen sich ja ein verstärkendes Zeug nach dem anderen rein. Also mit diesen Blutrollen ist auf jeden Fall nicht spaßen. Das fällt doch niemandem auf, oder? Ich hab dem Paladin so ein, sein Mount weggenommen. Ja. Da oben ist der nächste. Ich bin stark, ich kann noch mehr einstecken. Warum sind denn die, heißen die denn alle Mutter? Jeder weibliche Bluttroll heißt hier irgendwie Mutter. Oh, was ist das? Da ist irgendwie noch einer irgendwie gefangen, dem wir vielleicht helfen können. Ich grüße euch, Mutter, hier ist alles ruhig. Was kann ich für euch tun? Wir brauchen 50 makellose Krokolisten heute. Holt sie ran und kommt nicht zurück, bevor ihr sie nicht alle zusammen habt. Euer Wunsch ist mir Befehl, Mutter. Sehr schön. Nein! Eure Leute sind verloren, schließt euch mir an und ihr werdet gerettet. Pater, hab ich schon ganz anders überlebt. Ich weiß, dass ihr nicht gewinnen könnt. Ist das euer Ernst? Ich glaube, wir sollten sein Angebot annehmen. Satras, der Ermächtigte? Was geht denn hier ab, ey? Erstmal so einen blöden Schnackkrokolisten. Anscheinend sind die nur gut mit dem Blutrollen, ey. Fall um, du Vieh. Talanjis Gefolgsmann? Ja, genau. Der hat die hier einfach eingesperrt. Die gehören doch zu uns. Dann ist ja noch mehr. Wie geht's denn so, Mann? Das ist unser Ende. Wie sollen wir sowas hier aufhalten? Ja, später. Wie viele Kraftquellen haben diese Blutrolle denn noch? Ah, ein Paladin. Ihr seid dann wohl der Champion? Haben die Leute über euch flüstern hören? Vielleicht seid ihr ja schlauer als diese beiden. Die Blutrolle werden Suldasar einnehmen, das ist sicher. Versprecht mir zu dienen. Und ich verschone euch. Ich mache euch mächtiger, als ihr je zu träumen gewagt habt. Ich soll ihm dienen. Hört euch mein Angebot an. Okay. Ha, erlebt meine Kraft und denkt dran, dass ich ihren Teil davon haben könnt. Suldasar wird an die Blutrolle und Gehun fallen, aber ihr müsst dieses Schicksal nicht teilen. Dient mir und rettet euch, dann erhaltet ihr einen Teil von Gehuns Kraft. Gehun wird alles verschlingen, es gibt keine Hoffnung. Ihr werdet verschont, wenn ihr mir dient. Gehun verspricht das. Ja. Ihr habt keine Wahl, Suldasar ist verloren, Gehun wird frei sein. Ich soll mich befreien. Wenn ihr kämpfen wollt, werden unsere Truppen euch zerquetschen. Mehr Kraft, als wir zu träumen gewagt haben. Ha, ihr seid stark, aber es werden sich alle Gehun beugen müssen. Mein Angebot gilt noch, wenn ihr wollt. So, wir haben uns jetzt mal erfolgreich befreit. Machtköder. Satrax wird versuchen, uns auf seine Seite zu ziehen, aber das wird ihm nicht gelingen. Wir machen diesem Lich und allen, die den Bluttrollen helfen, ein Ende. Knochenzerstörung. Dieser Lich, Satrax, versucht uns auf seine Seite zu ziehen? Ohne mich, ich weiß, wie wir ihn aufhalten. Diese Skeletthaufen sind seine Machtquellen. Wir müssen sie verbrennen, um ihn von seiner Macht abzuschneiden. Mein Feuermojo ist stark. Ich kann einen Teil meiner Verbindung zum Feuer auf euch übertragen, damit ihr die Skeletthaufen verbrennen könnt. Ich bleib mit Kaldran hier. Er muss von Satrax ferngehalten werden. Okay. Jetzt haben die beide jetzt noch irgendwas. Ich bin bereit, euer Feuermojo zu nehmen, um die Grabhügel zu zerstören. Ist ja alles da hinten. Ihr bleibt wachsam, während ich euch einen Teil meines Feuermotors überlasse. So,
Sag mal, wir sind doch hier gerade in Salamar, ja. So, das ist alles, was ich euch geben kann. Ohne mir selbst sehr weh zu tun. Jetzt geht und verbrennt dieses Skeletthaufen. Redet mit mir. Oh, ihr seid das Champion. Zatrax hat mich schon fast überzeugt, dass alle Hoffnung verloren ist. Eins hatte ich einen Plan, wie man ihn aufhalten kann. Man muss nur seine Gehilfen, Verhexerin Nana Cook, umbringen und ihr Blutfetisch entreißen. Die hilft Zatrax nämlich, seine Macht auszuweiten. Mit dem Fetisch und seinem Voodoo kann Dajul uns dann eine Menge Macht verleihen. Dafür ist aber jetzt zu spät. Wir sollten uns einfach Zatrax fügen, er ist einfach zu stark. Haltet euch vom Voodoo fern. Ich weiß ja nicht, Dajul. Der Champion kann das nicht aufhalten, wir werden alle sterben. Überlasst die Sache einfach dem Champion. Sie wird diese Verhexerin töten, von dem ihr da redet. Mensch, Meier, ey, das... Ich dachte... Gut, da hinten ist so ein Riesenhaufen und wir sollen Feuermojo erhalten, blutfertig geborgen. Ist das hier schon? Blut, Blut, Blut! Gosincha! Oh, wow, wow. Warum renn ich denn immer weiter weg? Macht erfülltes Totem. Was ist denn das hier eigentlich? Skeletthaufen zerstört? Ja, ach so. Ich muss die Flamme einsetzen. Glaubt ihr wirklich, das macht einen Unterschied? Die Kraft des Blutgottes fließt in mir. Ihr könnt sie nicht aufhalten. Gut, dann gehen wir einfach direkt zum nächsten und verbrennen den. Das ist der zweite. Mann, macht euch doch ab, ey. Das ist hier die Verhexerin Nana Krug, wo der eine so viel Angst hatte. Ha, niemand kann Zatrax aufhalten. Mit seiner Kraft werden wir Suldasar vernichten. Also ich denke aber nicht, dass die Prinzessin... die hat nicht wirklich übertrieben hier. Kränklicher Saurit. Okay. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch einer von diesen Skeletthaufen. Ja, das ist so... Tja, da sieht man mal, hier gibt es ja noch viel mehr zu tun. Machen wir gerade diesen Haufen hier platt. Meine Kraft schwindet. Haha, ihr müsst verzweifelt sein, zu glauben, dass das funktioniert. Aha. Ich hoffe, die zwei sind jetzt wieder zufrieden, weil ich will wieder, wieder ins Lager rein. okay, Knochenzerstörung. Ja, wir haben sie zerstört. Dajus Feuermojo. Die Feuer konnte man bis hierher sehen. Das hat Zatrax sicher wehgetan. Habt ihr den Fetisch schon? Vielleicht beruhigt sich Kalt dran, wenn er sieht, dass wir eine Chance haben. Blutfetisch. Blutmagie sickert aus diesem Fetisch. Gut, dass ihr den Fetisch besorgt habt. Damit kann ich eine Menge anstellen. Wow. Wir haben ja noch viel mehr. Ja, also viel mehr, das ist ja alles schön und gut, aber ich habe jetzt ja auch nochmal den Auftrag hier im Lager. Oder sollte ich das hier... Nee, das werde ich nicht vergessen. Das werde ich nicht vergessen. Ich glaube, die haben nämlich... Ich verwandle mich schon jetzt gleich wieder, oder? Ja. Weil das will ich auf jeden Fall nochmal weitermachen. Das fand ich irgendwie lustig. Wo ist denn der dritte jetzt? Pflichten eines Bluttrolls. Da hinten ist der letzte. Was ist das denn hier wieder? Blutrausch. Tempo.
und mehr Schaden. Das ist alles so Berserker-mäßig. So finde ich es doch irgendwie viel lustiger. Keiner will mit mir kämpfen. Ich bin Teil der Truppe und trotzdem mache ich die wie sabotiere ich alles. Hey Mutter, es gibt schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Spur von den Eindringlingen verloren, die Najimas Arbeitstrupp abgemurkst haben. Okay. Oh Mutter, ich warte hier. Wie mir gesagt wurde. Nee, hat sich geändert. Wir brauchen mehr Steine im Lager. Geht und sammelt nur die reinsten Felsen in Nasmir. Und zwar 60. Ich brich sofort auf, Mutter. Für euch tue ich alles. Ey, die machen echt alles, oder? Okay, er kann zufrieden sein? Wie sollen wir das nur bewältigen? Salamar isolieren. Ha! Jetzt können wir das Lager schön aufmischen. Die werden so schnell keine Verstärkung von den anderen Bluttrollen bekommen. Ja, okay, die Trommeln sind... Ja, die Trommler sind weggeschickt worden. Gute Arbeit, niemand ahnt was. Konnten ein paar dem Druck nicht standhalten? Nee, alle waren eigentlich noch ziemlich gut drauf. Was macht ihr da? Hä? Eure Tarnung ist weg. Warum ist meine noch da? Schätze, das ändert die Sache. Ja, irgendwie schon. Wieso jetzt? Der Spaß hat ein Ende gefunden? Nein! Ja, hat ein Ende gefunden. Ich hasse Bluttrolle. Ohne eure Tarnung wird die Sache eine ganze Ecke gewalttätiger. Die Brut vergiften. Jetzt können wir uns darum kümmern, Jirek zu erledigen. Also, Odine, ich bin der Spezialist für Gifte und Tränke. Ich habe an einem Gift für Jirek gearbeitet, um es bereit zu haben, wenn die Zeit gekommen ist, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich will, dass ihr mit dem, was ich schon gemacht habe, loszieht und ein paar Fledermäuse in der Gegend tötet. Es sollte sie sofort umbringen. Wenn es funktioniert, dann kann ich es mit meinem Voodoo noch stärker machen. Dann können wir damit vielleicht sogar Jirek töten. Okay, Zeichen der Fledermaus. In dem Lager gibt es 3 Hexen, die von Jirek verzauberte Talismane besitzen. Ihr müsst mir diese Talismane holen. Wenn das Gift dann perfekt funktioniert, können wir es einsetzen. Die Essenz von Jirek in den Talismanen wird mein Gift derart stärken, dass wir es gegen den Loa einsetzen können. Falls das Gift nicht wirkt, denken wir lieber nicht darüber nach. Es muss einfach wirken. Beschafft einfach die Talismane und ich verstecke mich so lange hier vor dem Bluttrollen. Passt mal auf euch auf. Ich brauche euch noch. Ja, jetzt wird's natürlich ganz anders. Gibt's irgendwie noch... Nö. Gibt's nicht. Oh nein. Oh nein. Hier ist... Jetzt soll man Salamars stören? Oh, nee. So, bisschen aufgeräumt. Schlachtfesten Salamar. Das ist ja eigentlich nicht das, was wir tun sollen. Da ist so eine gezähmte Bluthexe. Jalo. Ich werde euch gleich einen Jirek verfüttern. Das glaube ich eher nicht. Was hat die denn für eine Maske, ey? Hä? Ist sie weg? Was ist das? Erstmal einen Hammer verpassen, ey. Ehre sei Jirek. Mhm. Gesinscha! Nein! Nein! Das ganze Lager kommt zu mir. Die will uns auch an Jirek verfüttern. Lol.
Gierig wird sie rächen. Genau. Gezähmte Kriegsbrut vergiftet. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Da muss ich aber näher ran anscheinend. Hä? Ah, ich muss erstmal das Gift. So. Das funktioniert super. Okay, da ist nur noch eine Hexe. Die ist anscheinend da drüben in dem Teil. Niemand entkommt dem Blutgott! Na doch, ich renn vor euch allen weg. Nein, nein, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Da, hallo. Gehun wird frei sein und Hirex Anhänger kriegen ihre Belohnung. In so einen Blutnebel verwandelt. So, ab durch die Mitte. Wir haben alles erledigt. Mal gucken, ob er sich freut, wenn ich einfach zu ihm reite. Nein! Bin hier ganz geheim unterwegs. Oh ne, die kommen. So, hier sind wir noch geheim. Wie sollen wir das nur bewältigen? Ich wusste, dass mein Gift wirken würde. Ich muss nur noch ein bisschen mehr Voodoo reinpacken und dann taugt es auch für Hirek. Habt ihr die Talismane? Wir haben nicht viel Zeit, bevor Hirek zurückkommt, um uns zu verschlingen. Von diesem Steintalisman geht Blutmagie aus. Von allen. Ihr habt's geschafft. Muss hier einfach nur zermalmen. So und fertig. Hoffentlich wirkt dieses Gift, sonst gehen wir beide drauf. Was gibt's denn hier? Wieder ein Schmuckteil. Auf jeden Fall. Kommt heil wieder zurück. Ich werde mich allein eurer annehmen. Hirek, jetzt wird's ernst. Wenn das nicht klappt, sind wir mausetot. Aha. Dunkle Zeiten in Sandala. Hirek, der Fledermauslor. Hirek weiß, dass wir da sind. Wenn es stimmt, was ich über Hirek gehört habe, wird er uns persönlich töten wollen, sobald wir uns zeigen. Der Zeitpunkt ist gekommen. Wir beide gehen da raus und treten vor eine Horde Blutrolle, die sehen wollen, wie ihr Loa uns tötet. Nehmt den Dolch, er ist mit Gift überzogen, das ich selbst gemacht habe. Ihr werdet wahrscheinlich länger überleben als ich und könnt ihn dann einsetzen. Tut so, als würdet ihr für Hirek kauern und überlasst mir das Reden. Und auf mein Signal hin springt ihr dann los und stecht auf Hirek ein. Und dann hoffen wir auf das Beste. Hütet euch vor den Bluttrollen. Ich hasse Blutrolle. Oh, das ist Wahnsinn. Als das alles angefangen hat, habe ich nicht gewusst, dass ich mich freiwillig melde, um den Loa zu töten. Ja, und jetzt will er sein Leben opfern. Meine Passt Diener. Mal auf euch auf. Ich brauche euch noch. Lasst ab. Ihr Frevler, tretet vor und seht eurem Ende ins Auge. Euer Blut wird Gahun speisen. Oh je, wir sollen hier in diesen Ritualkreis. Und dann tun wir mal so. Wie sollen wir das nur bewältigen? Ich bin bereit, lasst uns unseren Plan in die Tat umsetzen und Hirek aufhalten. Kommt heil wieder zurück. Großer Hirek, wir flehen um Gnade. O Mächtiger, verschont uns. Gnade? Dummes Insekt, wir werden euch und ganz Zuldazar auslöschen.
Na gut. Ah, jetzt, denkt Champion! Ihr wirklich, ihr könnt mich bezwingen? Ich werde... Was ist das für ein Gift? Was habt ihr mir angetan? Wir stechen voll auf den einen. Haha, es klappt! Nicht aufhören, weiter stechen! Okay, immer weiter. Die Macht meines Meisters durchströmt mich. Sie wird mich von eurem Toxin läutern. Hä? Funktioniert das auch? Jetzt ist ja so sicher. Genug! Ich werde mich an eurem gebrochenen Leib laben. Ihr seid stark. Aber keiner hält der Macht eines Loas stand. Was ist denn das für eine Höhle? Runter! Da kommt Hirik! Hä? Nach all euren Heldentaten endet ihr Tod in meiner Höhle. Ich labe mich an euch. Wenn ich wieder bei Kräften bin. Aha. Gut. Der denkt, wir sind Matsch. Wir brauchen einen neuen Plan. Okay. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das geht ja auch ziemlich cool hier ab. Also da können wir auf jeden Fall nicht so einfach rausklettern, das ist klar. Oh Mann. Wie sollen wir das nur bewältigen? Tja, zumindest habe ich mir nicht das Rückgrat gebrochen. Tod eines Loas. Ich bin ziemlich schwer verletzt. Ich glaube, ich kann mich nicht bewegen. Keine Sorge, ich habe ein paar Tränke, die mich heilen, aber das dauert. Hirik ist in der Halle da hinten. Das Gift hat ihn geschwächt. Aber er ist ein Loa und es wird ihn noch lange nicht töten. Ich kann nicht glauben, dass ihr ein Loa töten werdet. Sowas machen wir einfach nicht. Aber Hirik ist jetzt ein Diener von Geon und wir haben keine Wahl. Jetzt liegt es an euch. Tötet Hirik und beendet diesen Wahnsinn. Passt mal auf. Geht ihr weiter! Ich werd schon wieder. Ich brauch nur Zeit. Ich muss echt mal anfangen, etwas gesünder zu leben. Okay. Dunkle Zeiten in Sandala. Hirik ist noch am Leben, tötet ihn. Die bleiben einfach hoffentlich am Schlafen, diese Fledermäuse da oben. Das Sanktum der Mitternacht, wow. Was kommt denn jetzt? Was flüstern die jetzt? Hirik? Ich labe mich an eurem Fleisch und reiche eure Seele, meinem Meister da. Was haben wir denn da? Blutschreck zu dir. Hirik war ein Diener von Gahun. Dafür werdet ihr bezahlen. Zuerst wird Zuldazar fallen und dann die Horde. Ihr habt unseren Loa getötet. Wir werden euch jagen, euch foltern. Euer Blut ist unser. Ihr könnt nicht aufhalten, was kommt. Keine Hoffnung für Zuldazar. Keine Hoffnung für euch. Gahun kommt! Gahun erwacht! Oh Mann, ey. Die Überzeugung, mit der sie spricht, ist entweder Wahnsinn oder absolute Zuversicht. So ein bisschen das Bangen kann man da schon bekommen, oder? Ich hasse Blutrolle.
Okay, Tod eines Loas. Ich weiß, es ging nicht anders, Jirek ist tot. Nasmir ist ein verfluchter Ort. Wir hätten nie einen Loa töten sollen, aber das haben wir. Oh, hier gibt's hier wieder so ein Kopfteil oder das? Okay, ich nehme das Kopfteil, damit kann man wieder schneller laufen. Diesmal mit so einem blauen Schweif, ist natürlich nicht so toll. Das kennen wir. Das haben wir, ja. Rauf und immer weiter. Traurig, dass Jirek sterben musste, aber zumindest sind die Bluttrolle jetzt geschwächt. Meine Tränke heilen mich gut. Ich habe mich zwar etwas umgeschaut und den hier gefunden. Er ist ein bisschen wild, aber nicht feindselig. Ich denke, mit ihm könntet ihr hier rauskommen. Okay. Spring schnell auf, bevor er das Seil zerreißt, und keine Sorge um mich. Ich finde selbst hier raus. Passt mal auf euch auf. Ich brauche euch noch. Flug. Mann, das sieht ja zu witzig aus hier. Hexendoktor Kejabu. Ist ja nicht gerade weit. Das Dorf der Bluttrolle war ja, ist ja mehr oder weniger nur um die Ecke. Also. Wen haben wir denn da? Ihr seid noch am Leben. Ja, genau. Wir sind noch am Leben. Braucht ihr ein bisschen Voodoo? Da seid ihr ja. Ich habe mir schon langsam Sorgen gemacht, was ist passiert. Ja, Chuchunga lebt, aber der Loa Jirek? Ihr habt was gemacht? Ihr könnt doch nicht... Ihr dürft keine Loa umbringen. Was wollt ihr? Tut mir leid. Ihr habt getan, was ihr tun musstet. Ich hätte nicht geglaubt, dass dieser Gehun ausgerechnet den Loa verderben könnte. Nasmir ist ein verfluchter Ort für alle. Wir sehen uns später. Okay, anscheinend ist mittlerweile Prinzessin Talanji angekommen. Ja, aber das schauen wir uns das nächste Mal an. Macht's gut. Aldiel Shalah.